wir dürfen bei der Digitalisierung nicht den Fehler machen, Nachhaltigkeit hinten anzustellen. Wir müssen von Anfang an Digitalisierung nachhaltig gestalten. Darauf haben wir uns verständigt, auf Anlass der deutschen Ratspräsidentschaft. Und ich freue mich über diesen großen Konsens. Jetzt geht es an die Umsetzung. Ein erfolgreiches G7-Digitalministertreffen in Düsseldorf geht zu Ende. Mit erfolgreichen Beschlüssen. Nicht nur zur Cybersicherheit und Netzresilienz, sondern auch für den Schutz eines freien Internets, gegen Protektionismus und klare Regeln für fairen Wettbewerb weltweit. Dafür setzen wir uns ein, dafür wollen wir gemeinsam vorgehen. Und wir haben auch konkrete Entscheidungen getroffen, um zu digitalen, international abgestimmten Handelsdokumenten zu kommen. Nur so schaffen wir es, weltweit digitale Logistikketten aufzubauen. Das ist die Voraussetzung für globalen Handel, für internationale Zusammenarbeit und die Sicherung unseres Wohlstands.